ist die Adresse, die in dem Brief stand, noch außerhalb der Vororte von Buenos Aires. Glauben Sie wirklich, er würde in so einem Schuppen leben? Das ist nicht der Mann, den wir suchen. Natürlich ist er es. Wer sagt denn, dass Nazis in Palästen zu wohnen haben? Der Zeuge, der Ihnen den Brief geschrieben hat, ist praktisch blind. Soll der denn überhaupt irgendjemanden identifizieren? Seine Tochter hat ihn erkannt. Herr Bauer, Sie haben uns gebeten, Ihre Spur zu prüfen. Das haben meine Leute gemacht. Es tut mir leid, ich kann nichts mehr für Sie tun. Diese Spur ist kalt. Ricardo Clement ist nicht Adolf Eichmann. Natürlich ist er es. Ich liefere Ihnen Eichmann auf dem Silbertablett. Der Mann ist verantwortlich für die Deportation von Millionen Juden. War Ihre Familie nicht auch dabei? Und jetzt wollen Sie mir sagen, dass Sie nicht in der Lage sind, diese Chance zu nutzen. Wollen Sie nicht? Oder ist es nicht Unfähigkeit? Israel kann keine Aktionen auf fremden Boden starten, nur aufgrund irgendwelcher Vermutungen. Das ist keine Vermutung. Der Mossad. Also Sie und Ihre Leute, das ist unsere einzige Chance, Eichmann zu fassen. Sie wissen, der deutsche Nachrichtendienst ist voll mit alten Nazis. Wenn ich gezwungen bin, diesen Weg zu gehen, dann kann ich Eichmann auch gleich selbst anrufen und ihm sagen, er soll untertauchen. Was brauchen Sie noch für Indizien? Was soll ich Ihnen liefern? Also ich werde nicht so schnell aufgeben wie Ihre Leute. Es tut mir leid, Herr Bauer.